Und dann hat Bianca gesagt, sie will sich mit mir nicht mehr einen Schrank teilen, bloß weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich will, dass wir beide ein Paar sind. Glaubst du sowas? Ja. Ja, ich weiß. Warte, warte, ja? Ja, ich bin auf Biancas Seite. Nein, das ist die absolut falsche Seite. Was ist das für ein Ding? Ein Glashut. Gerade gekauft. Oh, habt ihr davon gehört? Was ist ein Glashut? Das ist ein Hut. Und zwar aus Glas. Tragen haufenweise Promis. Gratuliere zu deinem Glashut. Aber Charlotte und ich haben gerade eine... Warte mal! Was? Ist mir egal. Wie kannst du dich bloß auf Biancas Seite schlagen? Henry, du teilst dir keinen Schrank mit einem Mädchen, wenn sie dir nicht wirklich was bedeutet. Sie hat mir was bedeutet. Aber du wolltest dir sämtliche Türen offen lassen, um, na? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich spreche von deiner Waldorf-Freundin Veronica, deiner hübschen kleinen Graffiti-Freundin, die du so gerne küsst. Das waren bloß Undercover-Küsse. Was? Na, ich war Kid Danger und es war mein Job, aus ihr Informationen rauszubekommen. Und was für Informationen wolltest du von ihr haben? Wie ihre Lippen schmecken? Ah, da ist ein Fleck auf meinem Hut! Hey, wo ist der Glasreiniger? Vielleicht in der Garage. Okay, hör mal, hier geht's um Bianca und nicht um Veronica. Aha. Und wann hast du Veronica das letzte Mal gesehen? Weiß ich doch nicht. Vielleicht letzte Woche, einmal. Oder dreimal, ich weiß nicht mehr. Hey, Charlotte. Henry, ich habe an das Chili von deiner Mom denken müssen, und zwar den ganzen Tag. Okay. Ist noch was übrig und kann ich's haben? Ja, im Kühlschrank ist noch was. Hammer! Chili, 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 Chili. Und du bist hier überhaupt nicht fair. Henry, ich kenn dich. Du willst beide Mädchen. Du willst sowohl Pizza als auch einen Eisbecher. Quatsch. Alles, was ich will. Ich will nur meine Freiheit, denn das ist Amerika. Oh mein Gott. Was? Also wirklich? Es ist wahr. Und ich habe das Recht, mit mehr als nur einem Mädchen auszugehen. Das steht, glaube ich, sogar in der Verfassung. Oder in der Zeitung, oder was weiß ich. Okay, na dann. Fein. Du willst, dass Bianca dir deine Freiheit gibt, also musst du ihr auch ihre Freiheit geben. Weißt du was, du hast recht. Gut, dass Bianca und ich uns getrennt haben, denn auf diese Weise tun sich für mich andere Möglichkeiten und für sie andere Möglichkeiten auf. Und außerdem habe ich in meinem Schrank mehr Platz für Sportbälle. Wo ist mein Glashut? Dein Glashut? Ja, ich habe ihn hier liegen lassen. Hast du ihn gesehen? Da stand doch bloß eine Schüssel. Eine Schüssel? Hast du etwa meinen Glashut als Schüssel benutzt? Wo ist er? Ist in der Mikrowelle. Was? Der ist doch aber nicht mikrowellenfest! Und woher soll ich bitte wissen, dass der... Tut mir leid, dass er kaputt ist.